So, da bin ich wieder. Wie angekündigt, zeigt uns der Sascha jetzt heute, wie das funktioniert mit seinem Packraft. Er hat es auch hier schon dabei, am Rücken. Das ist halt schon einfach das Geile an so Packraft. Ja? Du hast einfach dein Boot dabei, brauchst es nur auspacken aufs Wasser. Ja? Kein Umsetzen oder sonst irgendwas. Na, schauen wir es uns mal an. So, wir gehen mal vorsichtshalber da unterm Baum. Da ist ein bisschen Schatten, dass wir beiden alten Herren das überleben. Schwimmweste. Das ist das Paddel. Okay. Ja, macht Sinn. Vierteiliges Paddel. Dadurch lässt sich das halt einfach richtig gut verstauen. Und mittlerweile sind die ja auch ziemlich stabil geworden, diese vierteiligen. War das dabei oder hast du das separat gekauft? Das kann man sich aussuchen unter verschiedenen Modellen, welches man möchte. Und ich fand das ganz gut, weil es ist vom Winkel verstellbar. Und deswegen habe ich mich für das entschieden. Okay, cool. Ich hoffe, dass man ein bisschen was versteht heute wieder, weil es geht wieder ein ziemlicher Wind. Jetzt auf einmal hat er angefangen. Ansonsten stellt einfach leise und schaut es euch an, wie es geht. Manchmal kann man sich's halt nicht raussuchen und ich bin halt immer nur mit Handy unterwegs. Ich packe erstmal aus. Ja. Ja, da kommt ziemlich viel raus aus der Tasche. Sieht man gar nicht, dass die so groß ist, aber Trockensack, Schwimmweste, Riemen und so weiter, alles dabei. Oh yes, da ist es. Schaut euch das mal an. Das soll ein komplettes Boot ergeben. Das ist ja wirklich nicht viel. Das soll ein komplettes Boot ergeben. Ja, geil. Ich bin auch gespannt, wie das sich vom Material anfühlt, wie robust es ist. Aber das kann ich eigentlich gleich mal machen hier. Ja. Fühlt sich an wie LKW-Plane. Ja, fühlt sich wirklich so an. Aber neue, also ja. Gute LKW-Plane. Ja. Das ist das eigentliche Packraft und das ist das komplette Zubehör momentan. War einfach in der Tasche drin. Das heißt, es war alles mit dabei beim Kauf? Das kann man alles optional dazu. Also man holt sich das Packraft und dann kann man optional das dazu buchen, wo man denkt, was man braucht. Kannst du mal kurz sagen, was das für eine Firma ist? Das ist ein Packraft von Amphibio. Die werben damit, dass ihre Packrafts klimaneutral hergestellt werden. Das war für mich so mit eine Kaufentscheidung, dort zu kaufen und auch die vielen positiven Kundenbewertungen. Ja. Und dass man halt auch alles optional dazu sich suchen kann. Also wie viel Paddel, ob eine Schwimmweste oder keine Festschwimmweste, ob ein Sitz, zwei Sitze, ob einen wasserdichten Packsack oder den so einen Sack, der auf dem Boot drauf befestigt wird. Und das hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich da mir das Packraft bestellt. Okay, ja, cool. Das sind tatsächliche Kaufgründe, ja. Würde ich auch mal so sehen. Ja. Sascha packt es aus oder macht es erstmal auf hier. Ja, man erkennt auf jeden Fall schon, ja, jetzt erkennt man es definitiv, dass das ein Boot wird. Sieht's aus. Glaubt man einfach nicht, gell, dass das so stabil ist. Ja. Aber fühlt sich richtig gut an. Also fühlt sich nicht an, als wie wenn das irgendwie billig Kram wäre. Sascha, was hat das Teil gekostet? Also das Boot? Mit dem ganzen Zubehör auch um die 1500 in der Ecke. 1500? Ja, okay. Dafür kann man natürlich auch Qualität erwarten. Es ist auch qualitativ wirklich sehr gut verarbeitet und fühlt sich gut an. Ja. Schön. Okay. Sascha meinte gerade, ob ich mitpaddeln möchte. War mir jetzt irgendwie nicht so klar, dass wir da zu zweit reinpassen, aber cool. Das heißt, es gibt zwei Sitze für das Teil. Es gibt zwei Sitze für das Teil und die kann man ganz unterschiedlich befestigen. Entweder einen ganz hinten und den anderen weiter vorn, wobei man sich den ganz bequem verschieben kann, den vorderen Sitz. Und
Man kann es auch so machen, dass ein Sitz oben dann quasi auf der Höhe der Schläuche ist, wenn man den als einer betreibt. Oder man sitzt halt hinten und hat halt vorne quasi eine Nutzlast, die man mit sich rumschleppen kann. Okay, also wir oder du baust jetzt erstmal einen auf. Okay. Okay. Dann lasse ich jetzt auch mal die, das ist noch so eine Bodenmatte. Ja. Die kann man reinmachen, die macht eigentlich nur richtig Sinn, wenn man wirklich Wildwasser fährt. Aha. Weil dann hat das Boot an der, richtig, hier ist die Hinterseite, einen Schlauch, den man aufmachen kann. Der geht ins Wasser und dann läuft das ganze Wasser, was reinkommt, läuft raus. Weil da ist einmal der Luftboden und der Luftsitz. Ja. Da wird man zwar nass von oben, ja, aber es läuft alles raus, weil man über der Wasser, über dem Wasserniveau sitzt. Ja, ich verstehe, eine Lenzung sozusagen. Genau, das ist so ein Lenzschlauch. Ja, cool. Ja. Dann war da dieser Blasesack mit dabei gewesen, damit man auf ganz umweltfreundliche Art und Weise das Boot aufblasen kann. Das ist auch toll, das geht auch gut. Aber ich habe festgestellt, ich habe noch eine Luftpumpe, eine elektrische, und die habe ich jetzt mitgenommen, weil das geht etwas einfacher, und deswegen nehme ich jetzt die. Die elektrische Luftpumpe ist ja wirklich auch so klein. Ja. Und akkubetrieben quasi. Die ist akkubetrieben, richtig. Okay. Die kann ich da jetzt dran stecken und dann wird sie etwas Krach machen. Mhm. Ja, mit den Pumpen, das ist natürlich immer so eine zweischneidige Geschichte. Wenn jetzt viele da sind, die ihre Boote aufpumpen oder SUPs aufpumpen mit diesen elektrischen, sind halt gleich auch mal irgendwie Anwohner gestört und so. Muss jeder selber wissen, wie er das macht. Es ist natürlich die entspannteste Variante. Ja, cool, man sieht auf jeden Fall, es ist ein richtiges Boot. Amphibio Packraft. Und jetzt könnte man sich im Prinzip schon reinsetzen, aber ich denke mal, da fehlt noch ein Sitz oder ähnliches. Genau, der Sitz kommt. Der Sascha hat jetzt in der Zwischenzeit hier den Sitz eingebaut. War auch ganz leicht aufzupumpen, irgendwie mit Lunge tatsächlich. Ja. 2, 3 Pumperer und dann war das Teil fertig, aufgeblasen. Hinten ist eine Befestigung, dann kann man den Sitz hinten befestigen. Also der ist jetzt hier auch feste. Mhm. Vor diesem Lenzablass. Wenn man umkippt, dass der Sitz dann nicht von alleine wegschwimmt. Genau. Macht Sinn. Dann war noch eine Finne mit dabei, ist super, gibt ein bisschen mehr Führungsstabilität, also dass man in der Spur bleibt. Ich mache die mal dran. Ist eigentlich auch sehr leicht. Okay. Einfach reingesteckt, einfach durchgeschoben, reingesteckt, und wieder durchgezogen, nach oben. Ja, sehr cool. Noch fürs Rafting, für rechts und links Straps dabei, ja, die dann im Boot befestigt werden, wo man dann die Knie einklemmen kann, damit man dann mehr Stabilität hat im Gleichgewicht. Ja, okay. Ist das aufwendig? Ansonsten mach mal dran. Dann machen wir es mal dran. So, Sascha hat in der Zwischenzeit jetzt hier diese Kniestützen befestigt. Weiß gar nicht, wie man nennt. Kniestützen, Knieschlaufen vermutlich. Da kommen eben die Knie hinten rein und dadurch hat man das Boot tatsächlich deutlich besser im Griff, als wenn man einfach so im Kajak sitzt. Und ich habe tatsächlich auch schon Leute rollen sehen damit. Also wenn man die Rolle tatsächlich beherrscht, dann kann man mit dem Kajak im Wildwasser auch hochrollen. Okay, Boot und Sascha sind im Wasser, beziehungsweise Boote sind im Wasser. Sascha noch nicht? Sascha noch nicht. Sascha hüpft gleich hinterher. Jo, jetzt bin ich gespannt, wie weit er es runtersinkt oder auch nicht. Ja gut, ich bin für mein Gewicht leider etwas zu klein und das wird ein bisschen sinken. Okay, soll ich mithalten? Nö, nö, nö. Okay. Muss funktionieren. Wird funktionieren. Oh, oh Gott. Ah. Im Wasser. Jo.
Also wahrscheinlich bräuchte es noch ein bisschen mehr Luft, habe ich den Eindruck. Ein bisschen fester aufpumpen. Aber ein cooles Seil, Hase. Ja. Genau, dreh mal eine Runde. Gut. Interessantes Seil auf jeden Fall. Ich meine, man kommt vorwärts, aber mit einem Seekajak hat es natürlich nichts zu tun. Das sind halt zwei komplett verschiedene Sachen, ne? Ja. Ja, Sascha. Vielen Dank für deine Präsentation, dass du mir das Boot hier aufgepumpt hast. Sehr und gerne. Auch noch vorgeführt hast. War echt interessant, weil vom Packraft hatte ich bis jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, ob es das Richtige für mich ist. Aber im Wildwasser, glaube ich, machen die schon echt richtig Spaß. Bin gespannt, was du noch erzählst, was für Abenteuer du mit dem Boot noch erlebst oder ob es irgendwann vielleicht einfach mal was anderes wird. Wir bleiben einfach im Kontakt. Genau. Also, danke. Ciao, macht's gut. Bis bald. Euer Alex.